Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den jetzigen und zukünftigen Arbeitsmarkt und um eure berufliche Orientierung darin. Das ganze Video entsteht in Zusammenarbeit mit Vodafone, denn Vodafone hat ein Tool entwickelt, das nennt sich der Future Jobs Finder. Zusammen mit Fachpsychologen, Berufsberatern und Schulungsanbietern hat Vodafone ein umfassendes Vermittlungstool entwickelt, was jungen Menschen hilft, in der digitalen Zukunft Fuß zu fassen. Viele von euch wissen ja, ich bin selber Quereinsteiger in diesem ganzen Business und mache seit einigen Jahren nun hauptberuflich YouTube und anderes Online-Marketing. Rückblickend betrachtet war für mich wahrscheinlich der größte Startpunkt dieses Ganze die Longboard-Tour, denn dort ist mir zum ersten Mal richtig aufgefallen, dass ich egal wie viel ich unterwegs bin, auch wenn ich jeden Tag die Location wechsle und ständig auf Reisen bin, dass ich von überall arbeiten kann und eben das machen kann, was ich auch von zu Hause aus oder in einem Office machen könnte, komplett standortunabhängig. In diesem Video hier befinde ich mich gerade in Indonesien auf einer Insel namens Lombok und selbst hier kann ich meiner Arbeit nachgehen. Sei es nun wie jetzt Videos für meine Zuschauer zu produzieren oder Social Media Management oder andere Online-Business-Sparten, alles ist möglich. Ich brauche nur meinen Laptop, häufig sogar nur mein Handy. Und das ist das, was ich wirklich an meiner Arbeit schätze. Und natürlich ist es nicht für jeden was, hier vor einer Kamera zu sitzen, aber genau dafür ist der Future Jobs Finder gut. Ihr könnt dort viele verschiedene Bereiche entdecken, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. Wenn ihr selber nicht genau wisst, wo geht es mit mir in der Zukunft hin, was will ich überhaupt mal werden oder ich brauche eine Orientierungshilfe, ist dieses Tool wirklich optimal. Dieses standortunabhängige Arbeiten ist für viele Digital Natives mittlerweile schon normal. Wie wird es in 10 Jahren sein? Auf der erwähnten und in der Beschreibung verlinkten Seite gibt es mehrere Tests und wenn ihr euch ein bisschen Zeit für die Beantwortung nehmt, sollte das Ergebnis, was dabei rauskommt, euren Interessen entsprechen. Ich bin sehr gespannt, wie viele verschiedene Ergebnisse in dieser Community entstehen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was euer Ergebnis war. Ihr müsst natürlich jetzt kein Foto davon senden. Könnt ihr natürlich auch gerne auf Instagram und Twitter, aber ihr könnt auch einfach so darüber sprechen. Also lasst uns in den Kommentaren hier gerne darüber quatschen. Nehmen wir mal als Beispiel einen von den mir vorgeschlagenen Berufen. Dort können wir jetzt Jobsanzeigen klicken und Kurse anzeigen. Wenn wir jetzt auf Kurse anzeigen draufdrücken, kommen wir auf eine Kursseite. Hier bau deine digitalen Fähigkeiten für diese Karriere aus und zwar über und dann werden hier die verschiedenen Kursseiten verlinkt. Ich hoffe, ich konnte manche von euch dazu anregen, über eure berufliche Zukunft nachzudenken. Falls ja, dann ist das Ziel von diesem Video auf jeden Fall erfüllt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was es in 10 Jahren für Berufe gibt. Und genau weil das eben so eine Schwierigkeit ist, was für Berufe werden überhaupt noch Bestand haben, was für Berufe sind vielleicht zukunftssicher, was diese Bildung in den digitalen Themen ist so unfassbar wichtig, weil das ist halt unsere Zukunft. Es wird halt immer mehr digitalisiert. Als ich damals angefangen habe, beispielsweise YouTube-Videos zu machen und mein erstes Geld im Internet zu verdienen, auch wenn es nur 70 Cent waren, es war so ein seltsames Gefühl, weil sowas gab es vorher noch nicht in der Form. Einfach durch das Internet Geld verdienen. Es war so mindblowing. Ich habe meiner Mutter damals erzählt, Alter, okay, so habe ich es nicht gesagt, aber ich habe meiner Mutter gesagt, hey, ich habe 70 Cent verdient durch YouTube-Videos. Stell dir mal vor, ich verdiene irgendwann 3 Euro. Oder es war schon so weird. Es war wirklich eine weirde Situation. Und ich sag mal, 10 Jahre zuvor hätte man sich sowas gar nicht vorstellen können. Und was wird erst in 10 Jahren sein? Was für Jobs gibt es dann? Wenn dann Leute mit einer Drohne Leuten irgendwie andere Länder zeigen, sowas wie Reiseführer, ohne dass man selbst dabei sein muss. So, hier, alle haben eine VR-Brille auf, ja, sitzen zusammen im Raum, in einem VR-Raum und einer zeigt mit der Drohne so, ja, das ist so, das ist der Urlaubsort, ja, da kann man sich so halt ein genaues Bild von einem machen. Versteht ihr, was ich meine? Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man sich noch gar nicht vorstellen kann. Spezialist für Smart Home. Smart Home ist ja auch erst so ein Thema, was die letzten 5 Jahre so aus dem Boden geschossen ist, gefühlt. Mittlerweile hat jeder irgendwie ein Smart Home Gerät zu Hause und alle quatschen mit ihren Geräten und labern sie voll. Das ist so, und es ist alles innerhalb von so kurzer Zeit passiert. Ich kann mir halt selber ein paar Sachen vorstellen, aber manche Sachen werden wir wahrscheinlich denken, oh mein Gott, das hätten wir auch nicht vor 10 Jahren gedacht, dass es jetzt sowas gibt. Ansonsten würde ich auch sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Test. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video schon. Tschüss!